Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Shakes and Fidget. Ja, ich dachte mir, ich zeige euch dieses Spiel mal und ja, vorab, das ist ein wunderschönes, ja, Browser-Game, würde ich mal sagen. Heißt, es ist ähnlich wie, ja, Wurzelimperium, wer das kennt. Ich habe jetzt hier über Nacht mal gearbeitet, ich habe dafür 10 Silber erhalten. Und ja, vom Prinzip her ist das Spiel eigentlich ganz einfach, man klickt hier immer auf die Taverne und hat dann hier 100 Abenteuerlust, welche man auftrinken kann. Und ja, dann hat man hier so Quests, die man sich anschauen kann. Ich schau mal hier die Gegenstände an, die es dann noch so gibt. Schaden 4. Da vergleiche ich dann immer ganz gerne mal mit meinem Charakter. Okay, gut. Lohnt sich also nicht. Also würde ich hier, ehrlich gesagt, das hier bevorzugen, weil ich dann ein wenig Rüstung bekomme. So, wunderbar. Und dann wartet man hier einfach, bis, ja, die Zeit abgelaufen ist. In der Zeit kann ich euch mal noch den Rest des Interfaces hier erklären. Das hier ist die fliegende Flimmerkiste. Dort kann man einmal am Tag oder mehrfach am Tag sich einen Pilz verdienen, indem man einen Werbeclip schaut. Pilze bekommt man auch manchmal durch Quests oder spezielle Events, die bei Shakes and Fidgets teilweise ankommen. Dann die Arena, ja, können wir jetzt gerade nicht rein, Stadtwache auch nicht. Waffenladen, hier kann man sich Waffen und Ähnliches kaufen für Gold, das wir hier sehen. Das ist übrigens mein Charakter, ein schöner Ork, ist noch Stufe 1, weil er frisch angefangen wurde. Der Zauberladen, da können wir uns Halsketten und Elixiere kaufen. Dann der Stall, hier können wir uns Reittiere kaufen, welche unsere Reisezeit bei den Abenteuern verbessern. Und der Pilzdealer, gegen Echtgeld kann man hier ein paar kleine Pilze kaufen. Das geht von 5 Euro für 50 Pilze bis 100 Euro für 3000 Pilze. So, da man für jede Aktion einen Pilz braucht, braucht man für 3000 Pilze schon relativ lange. Deswegen finde ich den Preis da eigentlich gerechtfertigt. So, gut, dann gehen wir mal hier hin. Jetzt ist hier die Quest fast vorbei. Und dann sehen wir hier das Kampfinterface. Wir kämpfen jetzt hier gegen diese Schlange und haben sie besiegt. Da haben wir sogar einen Pilz für bekommen, wie ihr seht. Jetzt hier die Rüstung als Belohnung und das Gold als Belohnung. Oder in dem Fall ist es ja Silber. Nehmen wir damit okay an. Kommen dann hier ins Charaktermenü und wir können uns hier die Items einfach reinziehen. Und dann haben wir die ausgerüstet. Verändert jetzt nichts am Layout unseres Charakters. Es ist einfach nur ein wenig, ja, tankiger dann oder macht mehr Schaden etc. Und ja, dann können wir hier skillen. Dann sehen wir auch immer, wie viel das kostet. Krieger skillt man eigentlich, soweit ich weiß, alles zu Stärke und Ausdauer. Und ja, dann nehmen wir schon direkt das nächste an. Dann haben wir wieder ein bisschen Ausrüstung. Oh, Schaden 10, das wäre natürlich was. Ich schau mal kurz. Ich glaube aber, ich nehme das mit der 8 Rüstung hier. So, gut, dann kommen wir zum Rest. Charakter haben wir hier schon gesehen. Hier unten kann man so einzelne Erfolge freischalten. Und die werden dann halt auch immer verbessert. Da, hier seht ihr, nächster Grad ab 5 Abenteuern. Alle Attribute plus 1, die bringen dann halt auch noch was für den Charakter. Der levelt dann quasi mit. So, dann die Post. Da kriegt man dann Nachrichten, sobald man dann welche hat. Die Gilde, da kann man eine Gilde gründen für 10 Gold. Oder einer Gilde beitreten. Dann die Ehrenhalle. Das ist sozusagen, ja, wir sind jetzt halt auf diesem Rang hier. 94.332, das ist ganz einfach ein, ja, ich nenne es mal, PvP-System. Hier, das ist der Typ, der auf Rang 1 ist, der hat die meiste Ehre von allen überhaupt und ja, der ist halt hier dementsprechend dann auch auf Platz 1. Der sieht dann so aus ungefähr. Jeder hat hier... Ach, das sind... Hier kann man die Plätze weiterschalten, genau. Ist ja wunderbar. Gut. Heißt, das ist
das Rängesystem, die Rangliste quasi. Dungeons. Ups, da ist die Quest tatsächlich fertig. Gut, rüsten wir das kurz aus hier. So, können wir hier kurz reinhauen. Dann gehen wir hier mal kurz auf Dungeons. Haben wir jetzt noch nichts freigeschaltet. Man findet bei Abenteuern manchmal Schlüssel, mit welchen man diese Dungeons dann aufschließen kann. Und wenn man diese dann aufgesperrt hat, kann man sich dann, ich meine, bis zu 10 oder 15 Stufen lang weiter durch diesen Dungeon kämpfen. Und die Mobs werden dann dementsprechend immer stärker. Und hier haben wir noch die Optionen. Genau. Und da kann man hier noch all so ein Krambampfel einstellen. Wunderbar. Hier, da gehe ich jetzt nicht drauf. Hier könnte man sich dann Abenteuermut antrinken, aber ich möchte euch jetzt kurz was zeigen, und zwar die Arena. Da kämpfen wir dann gegen einen Spieler, der uns das Spiel zuweist. Wir können auch alternativ hier auf die Ehrenhalle gehen und uns hier einfach einen Spieler raussuchen, mit dem wir gerne kämpfen wollen würden. Aber ich bevorzuge eigentlich das hier in der Arena, da hat man immer ungefähr Leute, die gleich stark sind. Wunderbar, dann... Ah, ganz knapp. Wir haben natürlich weitaus mehr Leben als die Frau. Oh, wurde knapp, aber haben doch gewonnen. Haben wir jetzt 99 Ehre dazu bekommen und 3 Silber. Hervorragend, jetzt sind wir... Boah, einige Ränge aufgestiegen auf jeden Fall. Gut, gehen wir wieder in die Taverne. Schauen wir mal hier. Oh, da haben wir... Das kann man sich eigentlich nicht entgehen lassen, auch wenn die Attribute da eigentlich gerade nicht drauf, die da drauf sind, nicht ganz so gut sind, nehme ich trotzdem hier die Rüstung, weil es ist der Hauptteil, der am meisten Rüstung gibt und wir bekommen dafür auch noch am meisten Gold. So. Hervorragend. Die Aufträge werden mit zunehmendem Level eigentlich immer länger, heißt, irgendwann ist man dann bei, ich meine, maximal 20 Minuten angekommen. Heißt, dass man 20 Abenteuerlust verbraucht und dementsprechend dann 20 Minuten im Abenteuer ist. Heißt, alle paar Minuten mal wieder reinschauen, lohnt sich bei Shakes & Fidget eigentlich. Im Gegensatz zu anderen Browser-Games dieser Kategorie, welche ja eher dazu da sind, einmal am Tag reinzuschauen. Wie eben Wurzelimperium oder ähnliches. Gut. Hier oben haben wir dann noch all so ein... Ja, ich spiele das gerade Vollbildmodus. Hier haben wir oben dann noch all so ein Zeug. Und... Ja, Anleitung. Wer das wirklich benötigt. Hm, nun gut. Warten wir nochmal kurz. Dann ist der Auftrag hier auch abgeschlossen. So. Dann gegen den Problembär kämpfen wir. Zack. Ui, minus 9. Minus 13. Bam, minus 43. Haben wir den gefinished. Dann haben wir jetzt hier die Rüstung. Man kann hier auch mit Doppelklick anziehen, soweit ich weiß, oder? Nee, geht gar nicht. Okay, gut. Muss man tatsächlich reinziehen. Gut. Schau mal, hier können wir noch was skillen. Skillen wir noch mal ein bisschen was in Stärke rein. Und ja, genau. Dann, wenn man hier rausklickt, kann man dann hier noch mal... Ah, das ist dann quasi... Die Stadt, in der man sich da befindet, hier, das, da kommt man dann zur Arena, die hat übrigens 10 Minuten Abklingzeit. Ich kann mal hier einen Pilz investieren und den nächsten Kampf beginnen, den werden wir jetzt definitiv verlieren. Man kann auch bei jedem Kampf hier unten auf Überspringen klicken, wenn man nicht so lange warten möchte. Aber ich denke, das sieht doch schon relativ... Es ist schön zu mitfiebern, ich weiß jetzt zwar, dass wir diesen Kampf ja definitiv verlieren werden und ja... Aber wir haben nur 12 Ehre verloren, sind also immer noch unter den 80.000 Besten auf diesem Server hier. Ich spiele das Ganze übrigens auf Server 31. Also könnt ihr gerne mitspielen und mich ändern dort. Ach nee, hat anfangs sogar nur 7 Minuten Cooldown, oder wie? Na egal. Hier kommt man halt in den Waffenladen, hier zur Post, da oben in den Magieladen, hier in die Taverne, hier zum Händler. Dann kommt man hier zum Pilzdealer, hier kommt man zur... Na, zur... Wache, genau, Stadtwache, wo man arbeiten kann. Hier kann man dann einstellen, okay, wenn ich meine Abenteuerlust aufgebraucht habe, kann ich jetzt 10 Stunden für 2 Gold arbeiten. Genau, und hier kommt man dann zur Ehrenhalle. Gut, kurz nochmal hier zur Abenteuerlust. Man kann sich hier halt tagsüber 10 Mal nochmal neue Abenteuerlust antrinken, bis, ja,
bis man dann nichts mehr machen kann. Und da würde ich immer den Auftrag mit dem meisten Gold nehmen. Und ja, das war's dann vom Prinzip her auch schon. Was es zu dem Spiel zu sagen gibt. Das war jetzt ein kleiner Einblick in, ja, ich sag mal, Shakes and Fidget. Ich hoffe, euch hat die, ja, der kleine Einblick hier gefallen. Und ja, in der Beschreibung findet ihr einen Link, in dem, wenn ihr euch über den anmeldet, bekomme ich eine kleine Provision dafür, dass ich euch angeworben habe, sage ich jetzt mal. Heißt, damit unterstützt ihr dann meinen Kanal. Und wenn ihr euch wieso fürs Spiel interessiert, denke ich, ist da doch nichts gegen einzuwenden. Gut, das war's dann auch schon von dem kleinen Video hier. Ich wollte nur kurz Werbung für das Spiel quasi machen. Und ja, eine positive Bewertung oder einen Kommentar wäre natürlich nett. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!